Hi, ich bin Edgar von Steder und in dem heutigen Video geht es mal um was ganz anderes. Heute möchte ich dir zeigen, wie die Firma Steder aussieht, also aus welchen Abteilungen das Ganze hier besteht, welche Mitarbeiter hier arbeiten und was genau passiert, wenn du bei uns eine Terrassenüberdachung bestellst. Auf geht's! Hier an unserem Hauptstandort in Meppen haben wir eine 5000 Quadratmeter große Ausstellung. Hier findest du eigentlich jedes Produkt, das wir anbieten, einmal ausgestellt. Heißt Terrassenüberdachung, Carports, Remisen, Gartenhäuser und ein großes Sortiment an Gartengestaltungsprodukten. Wenn du Fragen hast, kannst du dich hier jederzeit bei einem Verkäufer melden. Er berät dich dann individuell und kann dir dann auch nochmal ein passendes Angebot erstellen. Die Ausstellung ist ganzjährig geöffnet und du kannst dir zu jeder Zeit unsere Produkte hier anschauen. Dasselbe gilt natürlich auch für unsere Ausstellung hier in Emsbüren am Schüttdorfer Kreuz. Wenn du also aus dem Ruhrpott kommst oder aus dem Osnabrücker Raum, sind wir nochmal eine ganze Ecke näher dran. Auf 10.000 Quadratmeter findest du auch hier Beispiele aus unserer ganzen Produktpalette. Genauso wie bei unserem Hauptstandort in Meppen findest du auch hier Kollegen, die dich umfangreich zu unseren Produkten beraten können. Und gratis Kaffee gibt's hier auch. Egal, ob du spontan unsere Ausstellung besuchst, eine E-Mail an die Infoadresse schreibst oder dich telefonisch hier meldest, du landest immer bei Carina und ihrem Team. Im Empfangsbereich haben wir zusätzlich auch nochmal zwei Beratungsräume, wo meine Kollegen und ich dich umfangreich zu unseren Produkten beraten können. Apropos Kollegen, gehen wir mal in meine Abteilung, den Verkauf. Wie du siehst, ist das jetzt hier kein riesiges Callcenter, was versucht, dir irgendein Produkt zu verkaufen, sondern eine Handvoll Mitarbeiter, Verkäufer, die dich individuell zu deinem Produkt beraten können und dir da auch ein passendes Angebot erstellen können. Das hier ist mein Arbeitsplatz. Auch ich sitze hier, habe telefonisch mit dir Kontakt, berate dich zu deinem Produkt und kann dir dann auch schnellstens per E-Mail ein Angebot zukommen lassen. Wenn du bei uns bestellt hast, dabei ist es ganz egal, ob online, telefonisch oder direkt vor Ort, dann landet dein Auftrag als nächstes bei uns in der Arbeitsvorbereitung. Hier wird deine Bestellung nochmal komplett auf Herz und Nieren geprüft, Materialmengen ermittelt, unsere Montageteams koordiniert und alles für den Einkauf vorbereitet. Der Einkauf ist unsere teuerste Abteilung. Hier werden alle Materialien bestellt, die wir betriebsintern benötigen oder aber auch all das, was für dein Projekt benötigt wird. Hier in der Lagerabteilung werden alle Waren-Ein- und Ausgänge kontrolliert und Lieferungen koordiniert. Außerdem kommen hier auch alle Pakete an, die die Mitarbeiter privat bestellen. Wir befinden uns jetzt hier bei uns in der Lager- und Produktionshalle. Hier kommen alle Rohmaterialien an, die weiterverarbeitet werden müssen. Neben den Veredelungstätigkeiten wie dem Anstrich werden hier auch alle Waren nach dem Vier-Augen-Prinzip per Hand gepackt. An unserer Produktionshalle befindet sich unser Lagerplatz. Von hier aus starten auch die Monteure morgens, wenn sie sich auf die Montagen begeben. Zudem parken hier natürlich unsere LKWs, mit dem wir auch selbst ausliefern können. Unsere Anhänger stehen hier, die ganzen Glasgestelle und außerdem werden hier alle Waren an die Spedition verladen, damit das Ganze auch zu euch nach Hause geliefert werden kann. Ich befinde mich jetzt hier in der oberen Etage. Hier ist nicht nur unsere Buchhaltung tätig, sondern auch das Marketing, die IT und natürlich die Geschäftsführung. Insgesamt sind wir rund 65 KollegInnen hier bei der Firma Steder, die jeden Morgen aufstehen, um deinen Traum von einer Terrassenüberdachung, Remise, Carport oder auch Gartenhaus wahr werden zu lassen. Das war's mit dem Video. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne einen Like da, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst. Wenn du Fragen hast, schreib es gerne in die Kommentare. Wenn du noch mehr interessante Videos von uns sehen willst, dann findest du hier ein paar Clips. Das war's von mir. Ciao.